Interview und Analyse zum ersten Rennen. Herzlich willkommen, liebe Traber-Freunde. Heute wahrscheinlich auch einige aus Deutschland, da dort heute kein Renntag stattfindet. Unser Start in den Renntag, erstes Rennen, Gerd Meyer mit Nummer 7, Kiwi Sixth Sense. Und ich denke, du hast ja schon immer gesagt, Pferd hat ein gewisses Klasse, ein gewisses Können. Und die Entwicklung passt, also die letzten zwei Rennen, waren, denke ich, das, was du dir so vorstellst? Ich würde sagen, das letzte Rennen war das, was ich mir vorgestellt habe. Beim vorletzten Rennen muss man natürlich dazu sagen, da habe ich mich innen festgefahren, aber das hat ihm, wie gesagt, auch nicht geschadet. Und ja, Tendenz zeigt nach oben. Heute kleines Feld, vielleicht die Mitteldistanz momentan bei ihm. Er braucht ein bisschen, bis er in die Gänge kommt, sage ich einmal. Oder ist das egal? Sagst du, das ist etwas, was er dann jetzt auch zum Lernprozess dazugehört, dass er da ein bisschen Float einmal beginnt? Ich würde sagen, für ihn ist es egal. Aber ich denke, für die Mitbewerber, die, glaube ich, bei Elf Admira Jet liegt, in erster Instanz ein Vorteil. Mario Santarigo startet in den Renntag im ersten Tagesbewerb. Glaube ich, mein, Max Lobel wird wahrscheinlich der Besitzer eher was sagen können. Da, den kennst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Über den Kaiser Haseler, ich glaube, da werden Umstellungen vorgenommen. Der sollte diesmal besser gehen. Ja, sollte besser gehen. Und bei Max Lobel hat mir in München sehr gut gefallen. Ich muss sagen, beim ersten Start. Und ich glaube, der hat schon eine gute Chance ab 16. Meter. Das heißt, beide Kandidaten, Favoriten sind jetzt wahrscheinlich Elf Admira Jet und Kiwi Sixth Sense, aber beide von Franzi Oversoff, also die drei Max Lobel und die sechs Kaiser Haseler, sind beides Pferde, die durchaus ärgern können. Ja, aber Kaiser Haseler, glaube ich, ist auf die längere Distanz besser aufgehoben. Sascha Fischer, euer Auftakt in den Renntag, gleich in der ersten Tagesprüfung, Nummer 4, Elf Admira Jet. Zuletzt, der Hubert hat es versucht, hat auch im Interview angekündigt mit der Führung, dann müssen sie ihn erst schlagen. Ich glaube, Tempo war ein bisschen zu hoch. Ist es so, dass es ihn regulieren hat können, oder ist es bewusst und gewollt so gefahren? Nein, sie war nicht regulierbar. Wir haben sie diesmal ein bisschen vor dem Rennen einen etwas schärferen Fehlschlag gegeben, dass sie ein bisschen am Gebiss ist, weil die ersten Starts haben wir sie nur mitlaufen lassen, dass sie ein bisschen lernt. Und jetzt haben wir hier ein bisschen energischer gefahren und da war es ein bisschen zu forsch für 2-1. Auf 1600 gibt es kein Bremsen. Wer bremst, verliert. Von dem her gleiche Taktik wahrscheinlich angeschlagen. Flucht nach vorne mit der Führung. Ja, mit der Führung schon. Aber wie es gerade anfängt zu regnen und wenn wir eine tiefe Bahn haben bis dahin, haben wir schon gehabt bei ersten zwei Starts auf tiefen Bahnen. Das mag die kleine Stute nicht, aber wenn das Wetter hält und die Bahn ist normal, dann müssen wir 1-2 sein.